Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator. Ja, was machen wir heute? Der Profi ist dabei. Yo, der Kadett. Hallo. Yo, seid gegrüßt. So, ich glaube, das war gerade ein bisschen übersteuernd, das Profi. Ja gut, du hörst dich ja irgendwie immer selber wieder, oder? Wie machst du das? Genau, hast ich nicht mal gesagt. Ja, so ein Live-Monitoring. Oh, das hängt dann so ein bisschen nach. Das heißt, du sagst jetzt Hallo und dann hörst du bei dir wieder Hallo. Nee, das ist perfekt. Echtzeit. Ach so. Naja gut, das ist ja was anderes, weil das wird ja ein bisschen nerven, wenn man jetzt was erzählt und das geht dann Hallo, Hallo und ich bin und so, weißt du? Das ist ja auch. Ich höre quasi meine Stimme auf den Kopfhörern. Etwas verstärkt, also so wie das durchs Mikrofon klingt. Dann höre ich zum Beispiel auch, wenn so P-Geräusche und so kommen. Das höre ich dann direkt auf den Ohren. Würde man ja sonst nicht. Hier, der müsste gleich getankt werden. Hier vorne ist ja eine Tankstelle. Dann stelle ich nämlich mal eben hier den Maishäcksler an. So, später kommt ja auch dann wohl auch noch der Dennis, denke ich mal. Ich habe jetzt gerade den Lexion mal angeschaltet. Das ist auf Feld... 3 müsste das sein, glaube ich. Genau, Feld 3, ja. Gut. So, was hast du jetzt noch explizit für mich zu tun? Ich finde es gut, wenn du auf Feld... jetzt weiß ich, nicht, ob ich mit Kartoffeln anfangen soll. Dann muss ich eine 500.000 für den Vollernter oder ich hole mir den Einreihen und... Ja gut, den Einreigen kann ich dir eigentlich nur empfehlen, muss ich sagen. Also der hatte Einreigen. Zündung, ne? Also der ging steil, ja, das stimmt schon. Ja, ich glaube, ich werde das erstmal nochmal lassen und hier vielleicht auf Feld 7. Ich guck mal, habe ich den jetzt da reingepackt hier in... ich habe mir hier so einen Grober geholt als Mod. Ja, der kostet 42.000, okay. Aber das ist ein 9 Meter Grober. Oh. Und der hat Zündung. Das habe ich vorhin schon getestet. Oh. Ich habe hier leider gerade irgendwie in der ATV ein bisschen Malheur. Hast du da Stress mitgemacht oder was? Nee. Es hat bei mir ein bisschen geleckt und deswegen. Steht der jetzt woanders oder was? Nee, der hatte 0 km/h. Gib so Gas. Verdammt, das Ding zieht gar nicht auf einmal. Ja, stand. 500. Ja. Ach Mist, ey. Ich wollte ja eigentlich gar nicht so anfangen, dass ich wie Chewie dir alles kaputt mache. Naja, das habe ich bei Dennis auch letztes geschafft. Er nimmt mich dabei für einen Part und was mache ich? Krieg das mit den Ballen aufstapeln nicht hin und ras in den vollbeladenen Ballenwagen. Da kann ja nichts passieren, die bleiben ja dran, oder? Und wenn du genug Schwung hast, nicht. Und du hast mal wieder geschafft. Ich bin ein Könner. Ja, also was sollte ich jetzt machen? Ich habe jetzt eben nicht genau zugehört. Möchtest du gerne entscheiden, ob ich weiter Mais oder Rüben machen möchte oder soll ich irgendwie Getreide, Raps und sowas machen? Ja, mir ist das relativ egal. Ich würde mir nur mal gerne das mit den Kühen angucken, weil ich habe da jetzt selber noch gar nichts zu gemacht. Weder privat noch in der Aufnahme, aber wie du willst. Also ich helfe dir einfach. Ja, für die Kühe habe ich eigentlich alles soweit. Ich bräuchte bald noch Gras mehr für die. Weil man muss zum einen Gerste, also Strohballen haben und Heuballen. Ah, okay. Frisches Gras so noch. Silage. Und nochmal frischen... Also das ist alles so ein bisschen aufwendiger geworden. Und man braucht noch Stroh für den Stall. Die sind ja übelst anspruchsvoll, kann das sein? Ja, die brauchen sehr viele verschiedene Sachen und das Futtermischen ist wohl auch sehr kompliziert geworden. Also man macht das so Ballen für Ballen in die Mischmaschine rein. Okay. Oh, ich muss aber sagen, mit Körnermais bin ich gar nicht vom Ertrag her so zufrieden wie du. Ja? Ja gut, ich bin das nicht gewohnt, dass man irgendwie... gleich richtig viel bekommt. Bei ja, mir aber so von der Menge her kommt mir das nicht mehr vor als bei Gerste oder so. Ja doch, also das muss ich schon sagen. Ich habe mir jetzt hier mal die Freiheit genommen, mal zu pressen, während... Machst du das bitte nur diesen einen Streifen, weil dann kaufe ich eine neue Presse. Ich möchte jetzt in Zukunft Quaderballen machen. Sorry, tut mir leid. Ja, hab ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht.
Ich bin ja auch gar nicht mehr geistesgegenwärtig, so einen ganzen Tag in der Schule muss man immer nachdenken und dann schaltet man mal ab und will passt aufnehmen. Passt das da so? Ja, ne? Ja, passt. Sicher, Mann, ich bin doch der Bro. Nicht. Ach doch, du bist doch der Po, so habe ich dich doch vorgestellt, dann darfst du hier denen auch nichts Falsches erzählen, du bist hier doch der so, Macker. Richtig. Also ich sollte sagen, dass ich der Pro bin und du, nee, andersrum, du warst der Pro, oder? Nee, du bist der Pro. Also ich habe mir den Pro eingeladen, damit heute mal richtig Schwung reinkommt. Ach so, genau, wie bei Harald Frenkel, genau. Genau. Ich mach gerade noch einen Ballen fertig damit, okay? Ja, okay. Also 58%. Möchtest du gerne mal Ballen vollladen? Auf Feld 1 ja, gäbe es da noch jede Menge zu tun. Ich kann dir auch mehrere Frontlader und Akrovektor anbieten, davon habe ich mehrere. Okay. Ja, ich kaufe jetzt aber erstmal die Presse, würde ich sagen. Willst du die dann verkaufen? Nein, die behalte ich, glaube ich. Obwohl, eigentlich, wir werden die wohl nie wieder brauchen. Schätze ich mal, wir haben so viel Vorrat. Ich glaube, wir haben 50, 60 Ballen da schon rumliegen. Alter, ja, ich sehe es. Aber der Dennis, der kann was, mein lieber Herr. Also der kann die vor allen Dingen auch richtig gut stapeln, da hat er. Ja, das meine ich gerade. Ich bin gerade mal hier in den Agrovektor, oder? Futtermischwagen nennt man das so? Ja, doch. Futtermischwagen reingetappt, das sieht ja echt richtig gut aus. Und ich glaube, das ist auch richtig schwer, die so akkurat hinzusetzen, oder? Ja, vor allen Dingen, weil ich bin da schon reingefahren. Normalerweise standen die vorher perfekt gerade. Oh. Da so. Darf er dann auch nochmal nachbessern. Ich fahre jetzt mal ein bisschen die Silage leer hier. Oder möchtest du das vielleicht mal tun? Das hast du ja, glaube ich, noch nie gemacht. Was? Silage leer. Bei der BGA? Ja. Ja, komm, dann. Oh, hier der, bei der BGA, der Thresher. Der ist voll, oder? Nee, der ist noch nicht voll, der hat gerade 60%. Ich geh mal eben auf den Stapler raus. Boah, ich habe jetzt wieder 26.000 für eine Schaufel BGA gekriegt. Und da sind 60 Schaufeln drin. Das ist total übertrieben. Ich guck mal einmal, wo habe ich denn jetzt noch was angebaut? So, dann mache ich das jetzt hier bei mir. Leckt's auch ein wenig. Ach, du hast ja den gleichen Fan wie ich hier. Ja, genau, den habe ich mir auch geholt extra, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kommen noch 2-3 Leute mehr und dann könnten 3 Leute gleichzeitig verladen. Ah, okay. Und ich habe auch noch einen Weidemann, den benutze ich jetzt, um das Mist wegzuschaufeln von den Tieren und dann in diese Gewächshäuser, davon habe ich mir welche geholt. Bringen die's? Nee. Nur, dass ich mal weiß. Nee. Bringt nichts. Die bringen am Tag, glaube ich, oder pro Stunde, glaube ich, 50 oder sowas. Oh, und was kosten die? Anschaffung sind zwischen 10 und 20.000, dann musst du da Wasser und Gülle immer rein, Wasser und Mist rein tun. Oh, ja, gut. Dann sollte man sich das ja schon überlegen. Also es ist mehr so, ich wollte es mal einfach machen. Ist einfach abwechseln. Ja, klar. Am Let's Play zeigen, ne? Oh, das ist ja eine übel zarte Angelegenheit. Was? Mit den Ballen, so. Also das aber ist, da habe ich mich auch gewundert. Ich fand das in 2009 war das richtig schwer. Ja, und ich dachte, hab's mir jetzt eigentlich leichter vorgestellt. Naja gut, mit Dennis kann man sich ja auch nicht messen. Dennis aber ist schon eine Nummer, ne? Wenn du dich mit denen messen willst, dann bist du vermessen. Dennis hat gerade geantwortet in dem Moment, sehe ich gerade. Ja, gut. Ich sehe nur nicht, was er geschrieben hat. Soll ich gerade mal gucken? Also, ach so, hat er nur dir geschrieben. Ja, vielleicht hat er auch dir geschrieben. Weiß ja nicht so im Hintergrund. Ja, ich guck gerade mal nach. Kannst ihn ja hinzufügen, wenn du möchtest. Ja, genau. Wir brauchen unseren Experten, ne? Genau. Zumindest einen, der weiß, was gemacht werden muss. Ach, ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Ich habe zu viele Maschinen, weißt du das? So. So. Kannst du dir einfach hinzufügen. Ja, genau. Ich schreibe mir nur gerade, dass wir schon aufnehmen und nicht, dass er jetzt noch hier... So.
So. Okay, ich füge ihn jetzt hinzu, also. Nicht erschrecken. Jetzt geht's.